Herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial hier für den Editor von LS15. Heute beantworte ich mal die Frage, wie man eine Weide, heute mal die Kuhweide, versetzen kann, beziehungsweise die Kühe woanders hinstellen, dass sie dort grasen können etc. oder hier diese Halle mit dem neuen Mixfeeder benutzen können. So, die Steuerung dürfte allen klar sein, habe ich schon in dem anderen Video erklärt. Wenn ihr also die Alt-Taste gedrückt haltet, könnt ihr mit den Maustasten jeweils verschiedene Aktionen ausführen, um die Kamera zu bewegen. Aber wir möchten ja heute mal diesen Stall hier umbauen. Und zwar wähle ich mir dann direkt den ersten übergeordneten Ordner aus. Oder Eintrag hier im Editor links Stall Mistfeeder und schiebe den erstmal weg, dass ich auch was sehe. Und ich würde sagen, wir pflanzen den mal einfach hier vorne hin. Aber als erstes mal zur Erklärung, dieses blaue Feld ist die Mesh, die für die Kühe zuständig ist. Und wo sie langlaufen dürfen. Warum da drüben jetzt noch ein kleines, kann ich jetzt nicht erklären, aber da dürfte keine Kuh sein. Genauso wie hier vorne wäre es auch wohl ein Problem, dass sie hier an den Trog kommen, denn das ist nicht blau eingezeichnet. Das sollte schon sein, dass unter dem Trog auch ein bisschen ist. Okay, als erstes löschen wir mal dieses blaue Feld hier. Und dazu geht ihr hier oben auf dieses Symbol Terrain Info Layer Paint Mode. Den benötigen wir, damit wir das hier ändern können. Da wir hier rechts nur Attribute haben, brauchen wir auch das Fenster dafür, damit wir was machen können. Unter Windows Terrain Editing. Und dann haben wir hier weitere Einstellungen. Hier können wir also die Maus einstellen. In welchem Radius, wie stark der Druck sein soll, wenn ihr zum Beispiel eine Grastextur malt oder hier so eine Abgrenzung von Asphalt zu Gras rüber, dann macht man das etwas transparenter, dass das hier so verwischt, wie ihr sehen könnt. Im Übrigen funktioniert jetzt hier die linke Maustaste, die Scroll-Taste nicht, denn damit könnt ihr den Radius verstellen hier von dem Pinsel. Den Pinsel können wir auch auf eckig machen, viereckig, wie ihr seht. Aber ich lasse ihn mal auf rund. Und darunter geht es weiter. Linker Mausbutton, LMB, das heißt Add. Ich füge also etwas hinzu. Mit Smooth kann ich etwas weicher machen. Das ist beim Zeichnen so. Oder auch, wenn ihr einen Berg oder ein Loch erstellt, dann kann man mit diesem Smooth das alles erstmal wieder schön gerade und weich machen, diese ganzen Kanten dann weg. Und als letztes Remove, das wäre genau das, was wir jetzt brauchen, dass wir das Blaue hier also wegkriegen mit der rechten Maustaste. Wenn ich da einfach drüber gehe, sollte er das removen. Das dauert manchmal etwas, bis man das sehen kann. Ich gehe jetzt einfach mal drüber. Und hier auch. Bei manchen funktioniert das sofort und bin mir nicht ganz sicher. Ich mache mal etwas größer, so dass das auch wirklich weg ist. Okay, und kann hier wieder rausgehen. Geh mal zurück. Ich gehe mal davon aus, wenn ich jetzt ein Textur-Reload mache, hier oben mit diesem Button, dann sollte das weg sein. Ne, ist immer noch nicht weg. Warum auch immer. Das war schon richtig hier. Rechte Maustaste und dann lösche ich das. Aber es geht nicht weg. Jetzt ist irgendwie alles weiß geworden hier. Keine Ahnung. Also hat die Textur noch nicht so richtig nachgeladen, aber nicht weiter schlimm. Wie gesagt, ich habe das hier weggelöscht. Mach das mal wieder aus. So. Und werde mir das jetzt hier vorne einzeichnen.
einfach mal hier auf diese Fläche. Dann gehe ich also wieder hier drauf auf diesen Info Layer Paint Mode und kann mir jetzt hier für die Kühe, was auch ganz wichtig ist, kommt jetzt, und zwar Info Layer Paint, das ist hier unten der Eintrag. Hier oben könnt ihr die Felder Texturen auswählen, das brauchen wir jetzt aber nicht. Wir gehen hier auf Info Layer Paint und wählen hier die 0 aus. 0 steht also für die Kühe, 1 für die Schafe, 2 für die Hühner und 3 für die Schweine. Wir bleiben hier also auf der 0 und jetzt stelle ich es mal auf eckig um, viereckig, und male mir jetzt hier den neuen Bereich ein, wo die Kühe laufen dürfen. So, dann wieder mal auf rund, damit wir das da oben etwas schöner hinbekommen. Auch darauf achten, dass ihr nicht die Bäume mit bemalt, denn sonst würden die Kühe über die Bäume hüpfen, genauso wie beim Zaun und was es so alles gibt. Und sollte hier mal ein Baum im Weg sein, könnt ihr einfach das hier oben links wieder deaktivieren. Dann wählt ihr einen Baum aus, auf Entfernen, und schon ist der Baum weg. Genauso wie dieser hier. Ich könnte mir auch versetzen woanders hin. Machen wir auch mal. Schieben wir mal da oben hin. So, jetzt geht es wieder zurück ins Zeichenwerkzeug Info Layer Paint Mode. Und ich male mir hier noch ein bisschen die Strecke für die Kühe. So, das reicht aus. Deaktiviere das wieder und mache mir das erstmal alles kleiner hier. So, hier oben seht ihr den Eintrag Animals und das hier ist für die Kühe gedacht, den brauchen wir jetzt, denn wir müssen ja das ganze Zeug von der Kuhweide hier hinbekommen. Die Tip-Trigger, wo sind sie dann? Schauen wir mal, da ist er. Also wenn ich was nicht finde, ich sehe auch hier irgendwie nichts zum Anfassen. Da ist er. Da ist er gelandet. Also da müssen wir immer ein bisschen suchen. Jetzt ist er wieder weg. Man sieht das auch meistens nur aus einer Richtung, wenn ihr also bei diesem Objekt hier seid. Ist er schon, und dann nähert sich dieses Kreuz auch. Ihr seht schon, hier bewegt es sich mit. Wenn ich mich rumdrehe, ist es weg. Also immer in diese Blickrichtung drehen. Als erstes, wie gesagt, den Tip-Trigger für den Druck schiebe ich mal dahinter. Dann haben wir hier für den Misthaufen, den schiebe ich mir auch schon mal dahinter. Noch ein Stückchen. So. Den Milchroboter, der funktioniert wenigstens genau. Also wenn ihr diese blauen Sachen hier antippt, die haben meistens ihr Fadenkreuz, ihr Navigationsinstrument direkt da drüber, und diese Transformgruppen nennen die sich. Das sind hier oben diese Transformgruppen, die haben diese bunten Icons hier vorne. Die fassen halt immer alles zusammen. Also lieber erstmal hier auf den blauen gehen, den Milchroboter da hinüberschieben. Dann haben wir noch die Strohplane, die holen wir uns gleich. Und das war's auch schon. Jetzt werde ich erstmal darüber gehen, und zwar hier zu meinem Misthaufen. Also den Misthaufen anklicken, Taste F drücken, und ihr seid sofort bei eurem Misthaufen. Und ich wollte mir das da oben hinmalen. Muss ich das nochmal umschalten, dass ich das genau sehe. Okay. Und wieder weg. Dann kann ich mir den schon mal dahin bringen. Den Milchroboter nehme ich auch schon mit. Und hier mein Tip-Trigger, mein Trog, den wir eigentlich jetzt nicht unbedingt brauchen, denn in der Scheune von dem Mixfeeder ist ja ein Trog verbaut.
Das ist ein bisschen blöd hier mit diesem Element, dass ich das immer nur aus einer Richtung sehe. Wo ist er dann? Dass man den immer suchen muss. Bei mir funktioniert das auch nicht. Man kann normalerweise, wenn man das Objekt ausgewählt hat und mit Steuerung B, vielleicht funktioniert es ja bei euch. Jetzt ist er ganz da hinten. Ach du meine Güte, mit Steuerung B kann man dann eigentlich das Objekt da richtig hinbringen, wo man es haben möchte. Aber jetzt hat es mir wieder total irgendwo verhauen, also das klappt nicht so ganz bei mir. Und ich werde den jetzt auch wahrscheinlich gleich mal weglassen. Ich habe keine Lust mehr, den hier, den brauche ich jetzt auch nicht. Der ist mir zu sehr verhauen. Jetzt ist er da hinten. Ich zoome am besten mal ganz raus und von oben. So, dann kann ich das vielleicht besser steuern. Tipp, Trigger, da ist er. Den brauchen wir komplett. Na, bleibt doch einfach mal bei mir. Einmal falsch geklickt und schon ist es weg. Da ist er. So, das... wieder daneben. Aber jetzt... Und mal dahin zu dem Kollegen. So. Den brauchen wir dann auch später nochmal, dass ich da nie dran komme. So, erstmal dahin. Alles wegplatziert. Okay, jetzt nochmal umschalten, damit wir sehen, wo die Fläche ist. Die ist also hier direkt vor mir. Dann kann ich die Scheune mal auswählen hier. Mit dem Feeder. Und der Eingang ist ja hier auf der linken Seite. Also drehen wir das mal herum. Und ich schaue nochmal rein, dass das passt. Das sieht ganz gut aus. Ist die Wand, das lassen wir jetzt mal so und ein Stück runter, dass er auch im Boden steht. Okay, das dürfte hinhauen. Die Textur ist da, die geht also auch bis hier vorne hin. Das ist ein bisschen zu viel, da dürfen sie gar nicht hin, die Kühe. Also kann ich mir das hier wieder entfernen. Das mal alles wieder weg hier. So, das ist okay. Und den Paint Mount wieder ausmachen. Und dann kann ich mir erstmal den Rest richtig hinschieben, wo ich ihn haben möchte. Den lasse ich auch hier im weißen Bereich. Ihr könnt das natürlich noch schöner anpassen. Das soll ja nur eine Erklärung sein, wie man etwas, wie man die Kühe versetzen kann oder neu erstellt. Das also auch schön in dem Boden. So. Dann hier für den Mist. Das stellen wir mal weiter da hinten hin. So, und hier diesen Kollegen. Den nehme ich mir jetzt einfach mal hier. Das geht natürlich nicht, weil da alles zusammen ist. Ich brauche dieses Teil komplett. Da gibt es dann also zwei Futterstellen, je nachdem was befüllt ist. So, und ihr seht auch, man kann den Futterdruck nur von einer Seite befüllen. Das hier ist also der Trigger, der für die Kühe zuständig ist. Und auf der anderen Seite könnt ihr das in-game sehen, wenn ihr die Taste F5 drückt und ihr habt die Konsole aktiviert. Dann könnt ihr hier sehen, wo der Trigger für die Fahrzeuge zum Befüllen ist. Ist also genauso ein Kasten hier auf der anderen Seite zum Befüllen. Okay, den haben wir gesetzt. Jetzt die Straw Planes, die brauchen wir nochmal. Die sind da hinten, die bringen wir mal hierher. Das sind also die Strohhaufen, wenn ihr im Stall
einstreut. So, komm mal her. Mal schauen, ob die überhaupt sichtbar sind. Ich sehe sie gar nicht. Warum auch immer. Ich glaube, das wurde hier sogar vergessen auf der Map. Es sind also keine zu sehen. Aber nicht weiter schlimm. Ihr solltet also welche sehen. Ich füge das jetzt einfach mal hier ein. Ich bin schon unterhalb der Map, ja. So, ist ganz okay. Ich füge das einfach mal jetzt hier ein, ob das passt oder nicht. Vielleicht haben wir hier noch andere. Na, die haben natürlich keine. Also der ist bei mir nicht zu sehen, wieso auch immer. Keine Ahnung. Zumindest sollten jetzt hier die Strohhaufen sein. Wenn ihr welche seht, sollten die hier oben drauf liegen. Also passt das so an, dass ihr die Haufen, da wo ihr später im Stall euer Stroh einstreut, da sollten die liegen. Geht auch nur darum, dass ihr die im Spiel dann seht, wo das Stroh liegt. Okay, das war's also bis dahin. Und jetzt kommt das Wichtige. Hier ist eine NAV-Mesh-Datei. Die könnt ihr einfach löschen. Also anklicken und entfernen. Das ist wichtig, denn diese Option, diese NAV-Mesh, die sagt den Spiel und auch den Kühen, wo sie sich bewegen dürfen. Also dieses blaue Feld heißt einfach nur der Bereich und diese NAV-Mesh, die sagt dann aus, wohin sie laufen dürfen. Und um diese neu zu erstellen, ist es jetzt ein bisschen tricky, aber auch recht einfach. Ihr geht hier oben einfach auf Create und wählt aus Navigation Mesh. Ihr sagt das eigentlich schon wie GPS, also Navigationspfad. Den wählen wir aus und jetzt erscheint hier ein neues Fenster. Und hier dürft ihr nur zwei Sachen beachten, den Rest könnt ihr lassen, wie das ist. Ihr geht hier auf Shape, Build, Mask, klickt hier auf diese drei Punkte und dann erscheinen hier tausende von Zahlen. Einfach auf Clear drücken und ihr wählt die Nummer 0 aus. 0 ist also die erste Mesh, die wir haben, und einfach auf OK. Also das wäre hier die 1. Hier unten, das war die 0, aber es wird hier als 1 deklariert. Ist also vollkommen richtig. Das gleiche hier unten, Culling Info Layer Channel, ebenfalls drei Punkte klicken, alles klären, auf die 0 gehen, er trägt dann hier die 1 ein, das ist vollkommen richtig. Bei den anderen wäre es dann Schafe, Hühner, Schweine. Und wir lassen das so, 1, 1 ist richtig und auf Create. Zack, seht ihr, ist das ganze Ding jetzt blau. Und wichtig ist, dass diese NAV-Mesh, jetzt muss ich erstmal schauen, wo sie hingepackt hat. Hat er sie da hingepackt? Ist sie das? Ja, das ist sie. Also hier ganz unten, dann einen Rechtsklick da drauf machen. Entschuldigung. Erstmal auf Edit und Cut. Oder Steuerung und X. Dann gehen wir hier in die Kühe. Einfach mal anklicken. Cow Husbandary. Auf Edit und Paste. Dann liegt das hier in unserem Verzeichnis der Kühe drin. Ganz da unten. Und jetzt machen wir den Rechtsklick und schieben das nach oben mit Move Up. Move Up. Es muss also so weit geschoben werden, dass es hier unter den Kühen steht. Das ist ganz wichtig. Denn das wird als erstes gelesen. Und noch ein. So, jetzt haben wir das. Ihr könnt es auch hier bei den Schafen immer nachverfolgen oder bei den Hühnern. Wo sind sie da? Die NAV-Mesh muss also immer ganz oben stehen, unter dem Eintrag der Tiere. Das ist geschehen, das ist erledigt und das war es in diesem Sinne auch schon. Nun habt ihr eure Kühe hier. Solltet ihr jetzt hier irgendwas verändern wollen, also nochmal hier und dann das weglöschen, weil das zu viel ist. So, machen wir das hier drin auch nochmal weg. Okay. Wieder raus aus dem Modus und dann müssten wir die NAV-Mesh nochmal erstellen, damit das Blaue auch weg ist. Ihr habt ja gerade gesehen, wie das geht.
Also diese hier löschen, auf Create Navigation Mesh, machen wir gerade nochmal, dann die 1, beziehungsweise hier erstmal auf Clear, die 0, okay, das gleiche hier unten bei den drei Punkten, auf Clear, 0, okay, und dann Create, und schon habt ihr die neue blaue Nav Mesh hier für diesen Bereich. Das wollen wir jetzt aber nicht. Ich denke, ich habe alles abgebrochen. Er ist nicht mehr da. Habt ihr das erledigt, könnt ihr die ganze Geschichte jetzt einfach abspeichern. Ihr müsst da also nicht hier oben auf Export oder irgendwas klicken, sondern einfach nur auf Speichern. Die komplette Map wird gespeichert. Zu den anderen Sachen hier, Export with old files. Das wäre, wenn ihr zum Beispiel hier diesen Seeder habt, komplett. Feeder, ich verwechsel das immer mit Seeder. Also diesen Feeder habt, dann könntet ihr hier auf File, Export Selection with Files, dann würde er alles, was zu diesem Stall gehört, euch in eine Datei auf dem Desktop legen, diese i3D-Datei. Und könnt das dann neu verwenden, das Gerät. Aber das machen wir nicht. Wir beenden jetzt hier die Geschichte. Gespeichert habe ich sie ja. Nur weil ich das nochmal angeklickt habe, fragt er nochmal. Uninteressant. Und wir können mal in das Spiel gehen. Beziehungsweise werde ich jetzt erst nochmal die Map packen. Das ist hier die Test gewesen. Test Map. Wichtig ist auch immer, die Daten in diesem Ordner zu packen und nicht den Ordner selbst, und dann als ZIP-File Test Map ist okay. Okay, das ist alles gepackt. Jetzt schneide ich mir die Test Map aus, füge sie hier vorne in mein Mod-Verzeichnis ein. Das kann ich dann löschen. Wichtig ist, warum ihr das packt, damit es im Multiplayer funktioniert. Denn ihr könntet natürlich auch Dateien aus dem Ordner starten, dann funktioniert das aber nur im Singleplayer. Also immer schön packen, dann funktioniert das im Multiplayer. Und man kann es auch sehen, die Map ist hier Multiplayer supported. True. Und ich starte einfach mal das Spiel. Und wir schauen uns das mal an, ob die Kühe jetzt auf der anderen Seite sind. Jetzt habe ich kein Fahrzeug, da hinten sehe ich schon den Stall. Hier schwebt noch irgendwas. Achso, ich habe ja natürlich den Misthaufen weggenommen. Der steht ja da hinten. Der Strohballen, der lag schon auf der Map von vorhin. Und ich kaufe mal 1, 2, 3 Kühe. Ja, eine noch, okay. Und da sind sie schon. Wie ihr auch sehen könnt, die Kuh ist hier gerade durch die Wand gelaufen, also auch darauf achten, dass das Gepinselte hier unten nicht auf Wänden ist oder auf Bäumen. Ihr seht, die laufen hier überall durch, weil ich unsauber gearbeitet habe. Aber hier ist ja auch überall noch Gras, das können sie gerne noch wegfressen. Hier schaut sie auch durch. Also Wände, Bäume, alles, wo man nicht durchlaufen kann, aussparen oder wieder weglöschen. Und so funktioniert die ganze Geschichte. Falls noch Fragen sind, einfach mal in die Kommentare posten. Dann wird das auch beantwortet. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Rumprobieren. Euer Graf. Ciao. Jetzt muss ich nur noch finden, wo ich mein Programm beende. Da ist es. Und tschüss.